Der israelisch-arabische Konflikt scheint ein nicht enden wollender Kampf zu sein. Nach mehr als 70 Jahren Krieg hin und her mit Friedensabkommen, die sich als wertlos erwiesen haben, und mit verbündeten und verfeindeten Ländern, die im Verborgenen die Fäden ziehen. Nichts scheint in dieser ganzen Angelegenheit klar zu sein. Wenn wir vielleicht eine Schlussfolgerung ziehen können, auf die sich alle einigen würden, dann ist es die, dass Israel immer eine enorme Überlegenheit gegenüber den palästinensischen Arabern hatte. Die Israelis haben nicht nur eine der stärksten Armeen der Welt, sondern sind auch wirtschaftlich weit überlegen. Um euch eine Vorstellung zu geben, während Israels Durchschnittseinkommen höher liegt als das von Ländern wie Großbritannien oder Deutschland, entspricht das der Araber in Gaza oder dem Westjordanland dem von Bolivien, Bangladesch oder Djibouti. Im Grunde genommen handelt es sich um die erste versus die dritte Welt. Aber warum ist es den autonomen Arabergebieten nicht gelungen, wirtschaftlich zu florieren, während Israel extrem erfolgreich war? Nun, eine Theorie könnte sein, dass die Araber schon immer in die Enge getrieben wurden. Demnach hätten sie noch nie die Unterstützung internationaler Mächte gehabt, so wie sie Israel zuteil wurde. Allerdings könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Während der letzten 20 Jahre haben die sogenannten palästinensischen Araber enorme Geldbeträge von westlichen Regierungen erhalten. Wir sprechen von Geberländern wie den USA, Deutschland und Großbritannien, die in dieser Zeit mehr als 44 Milliarden Dollar gespendet haben, um die wirtschaftliche Entwicklung von Gaza und dem Westjordanland zu fördern. Ganz genau. Länder wie die USA, die paradoxerweise zu den größten Verbündeten der Israelis gehören, geben deren vermeintlichen Feinden seit mehr als 20 Jahren einen riesigen Haufen Geld. Die USA sind der größte Geber von Hilfe für die Palästinenser. Diese Hilfe belief sich auf rund 600 Millionen Dollar. Gaza und die Westbank sind wahrscheinlich die Gebiete, die weltweit die meiste Hilfe aus westlichen Ländern erhalten haben. Wir sprechen hier von jährlichen Zahlen, die sogar mehr als 25% des BIPs der Region ausmachen. Und trotzdem haben sie es noch immer nicht geschafft, der Armut zu entkommen. Heute liegt die Arbeitslosigkeit bei über 26%, die Armutsquote bei 30% und das Pro-Kopf-Einkommen beträgt gerade einmal 300 US-Dollar pro Monat. Im Grunde könnte man sagen, dass die westliche Hilfe nutzlos war. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, denn was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass all diese Hilfe nicht nur für die Katz, sondern geradezu hochgradig schädlich war? Und dass sie die Hauptursache für das Entstehen von Terrorgruppen wie der Hamas darstellt? Wie mehrere akademische Studien belegen, steht die Wirtschaftshilfe für Gaza und die Westbank in engem Zusammenhang mit dem Anstieg der Gewalt und der Zahl der Terroranschläge sowohl in Israel als auch den arabischen Gebieten selbst. Oder vereinfacht gesagt, die westliche Hilfe könnte radikal-islamische Terrorgruppen beflügelt haben. Aus diesem Grund und angesichts all dessen, was gerade passiert, sind wir im heutigen Video gezwungen, einige grundlegende Fragen zu beantworten. Warum finanzieren Länder wie die USA, die theoretisch enge Verbündete Israels sind, die Araber seit mehr als 20 Jahren? Warum hat diese Hilfe die Wirtschaft des Landes nicht angekurbelt? Und was vielleicht doch wichtiger ist, wie um alles in der Welt konnte all das Geld in die Hände von Terrorgruppen gelangen? Warum gewähren westliche Regierungen trotzdem weiterhin Hilfen? Im heutigen Video werden wir all diese brennenden Fragen natürlich beantworten. Bevor wir jedoch so richtig loslegen, wollen wir euch mal wieder einen kleinen Einblick in unseren Redaktionsalltag gewähren. Also, aufgepasst! Wie ihr vielleicht wisst, gibt es Visualpolitik in verschiedenen Sprachen, auch zum Beispiel auf Spanisch. Da die Themen für jedes Video immer von mehreren Autoren erarbeitet werden, muss ich mich schon des Öfteren mit meinem spanischen Kollegen Oscar abstimmen. Und das sieht dann so aus. Muy buenas, Oscar. ¿En qué tema estás trabajando actualmente? Pues justo ahora mismo estamos trabajando en un tema sobre Xi Jinping y lo que llamamos diplomacia Sugar Daddy. Ya sabes, China está tirando la casa por la ventana en países pobres con gobiernos bananeros. ¿Y por qué? Despacito, por favor. ¿Winnie the Pooh es un papá azucarado? ¿Y qué quieres decir con tirando la casa por la ventana? A ver, que China quiere cortar el bacalao en países en desarrollo. Y es que, ya sabes, poderoso caballero es don dinero. Pero, ojo, porque ahora llega Paco con la rebaja, porque China necesita recuperar la pasta. ¿Y qué le están diciendo? Pues que, si te he visto, no me acuerdo. Bacalao, pasta, los peques. ¿Quién es don dinero? ¿Y quién coño es Paco? Creía que se trataba de China. Merindo, hagámoslo en inglés.
Okay, so geht das nicht weiter. Ich muss endlich ordentlich Spanisch lernen. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch für den Urlaub in diesem wunderschönen Land. Was aber ist der beste Weg? Gerade für jemanden wie mich, der eigentlich keine Zeit dazu hat und auch lernen muss, ganz normal umgangssprachlich mit ungeduldigen Schnellsprechern wie Oscar umzugehen. Nun, die Antwort ist klar. Bubble. Denn mit der Bubble-App kann ich mir meine eigenen Lernziele festlegen und den Unterricht nach Belieben gestalten. Du glaubst mir nicht? Dann probiere es aus. Bereits mit 3 bis 5 Minuten täglich erreichst du deutliche Fortschritte. Denn der Fokus von Bubble liegt auf dem Erlernen von Gesprächsfähigkeiten, die du direkt im realen Leben anwenden kannst. Die Lektionen wurden entsprechend von hochprofessionellen Sprachlehrern entwickelt. Vor allem bietet Bubble auch 14 Sprachen und ein ganzes Ökosystem mit vielen verschiedenen Lernansätzen. Bubble ist nicht nur einfach eine App. Bubble, das sind Podcasts, Zeitschriftenartikel, Spiele und Abertausende von regelmäßig aktualisierten Inhalten, die von echten Sprachexperten und echten Muttersprachlern verfasst wurden. Und wenn du Bubble über den Link in der Videobeschreibung abonnierst, erhältst du auch noch bis zu 70% Rabatt und außerdem als Visualpolitik-Community-Bonus 2 kostenlose Live-Online-Kurse obendrauf. Natürlich kannst du das alles dank Geld-Zurück-Garantie ausgiebig testen, bevor du dich entscheidest. Also, worauf wartest du noch? Schau dir Bubble über den Link unter diesem Video an und vielleicht wirst du auch bald schon sogar Oscar in unseren spanischen Videos verstehen können. So, und jetzt begeben wir uns auf eine Reise in den Nahen Osten, um herauszufinden, wie der Westen den dortigen Terror fördert. Aufgepasst! Nach den Terroranschlägen der Hamas im Oktober haben sich die meisten westlichen Mächte bereits fest auf die Seite Israels gestellt. Verteidigungsminister sagt Israel die volle Unterstützung Deutschlands zu. Biden sagt Israel inmitten des Gaza-Kriegs Militärhilfe und politische Unterstützung zu. Wie ihr sehen könnt, sind sowohl Deutschland als auch die USA, die wichtigsten Mächte ihres jeweiligen Kontinents, voll und ganz auf der Seite Israels. Das ist auch nicht verwunderlich, denn sowohl die USA wegen ihrer militärischen Interessen als auch Deutschland wegen seiner Vergangenheit als Urheber der Shoah haben sich immer als Israels beste Verbündete positioniert. Und trotzdem sind diese beiden Länder paradoxerweise diejenigen, die die meiste westliche Hilfe in die Arabergebiete geschickt haben. Das erklärt für viele Analysten, warum die USA und Deutschland wiederum die wichtigsten finanziellen Förderer des Aufstiegs von Terrorgruppen wie der Hamas sind. Aber eins nach dem anderen, lasst uns am Anfang beginnen. In dieser ganzen Angelegenheit scheint die erste Frage klar zu sein. Warum haben die USA und Deutschland und die übrigen Verbündeten Israels beschlossen, die Araber mehr als 20 Jahre lang zu finanzieren? Nun, das alles geht auf das Jahr 1993 zurück. 1993 war nämlich das große Jahr des Osloer Friedensabkommens. Bei diesem versuchten die Weltmächte ein Ende des ewigen Konflikts zwischen Israel und den Arabern zu vermitteln. Aber natürlich war der Frieden alles andere als einfach zu erreichen. Zu dieser Zeit hatten die sogenannten palästinensischen Araber weder eine eigene Regierung noch einen etablierten Staat. Deshalb erkannte die internationale Gemeinschaft Yasser Arafat, den Anführer der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, die ursprünglich eine terroristische Gruppe war, als Gesprächspartner in der Region an. Und was macht das für einen Unterschied, werdet ihr euch vielleicht fragen? Nun, einen gewaltigen. Denn wenn es dort keinen Araberstaat mit einer mächtigen Regierung gäbe, die das ganze Land führen könnte, mit wem würde dann der Frieden ausgehandelt werden? Wer wäre sein Garant auf arabischer Seite? Und deswegen wurde Yasser Arafat, der Führer der PLO, als internationaler Gesprächspartner des damals gerade frisch erfundenen arabisch-palästinensischen Volkes anerkannt. Tja, aber darüber hinaus gab es in den Arabergebieten auch noch andere politische Gruppen und vor allem andere dschihadistische Gruppen, die bereit waren, den Krieg fortzusetzen, um die Juden zu vertreiben, egal wie viele Friedensabkommen Yasser Arafat unterzeichnen würde. Wenn der Westen also ein Ende des Krieges erreichen wollte, musste er sicherstellen, dass Yasser Arafat eine mächtige Regierung mit den Instrumenten eines modernen Staates hatte und in der Lage war, den von den Arabern ausgehenden Terrorismus unter Kontrolle zu bekommen. Und die große Preisfrage lautete, wie könnte es dem Westen gelingen, Yasser Arafat dazu zu bringen, die Kontrolle über sein ganzes neu erfundenes Volk zu übernehmen? Nun, es lief wie so oft, wenn reichen Staaten keine bessere Lösung für ein Problem einfällt. Sie werfen einfach eine Menge Geld drauf und hoffen, dass dies irgendwie hilft. Und da es sich um ein verdammt großes und verdammt hartnäckiges Problem handelte, glaubten sie, dass sie es nur mit viel Geld, mit sehr, sehr viel Geld lösen könnten.
Nun ja, zumindest kann man ja gegenüber der Öffentlichkeit durch fette Geldbeträge aus den Taschen seiner Steuerzahler vorweisen, dass man sich irgendwie bemüht, oder? Und so finanzierten die westlichen Länder nach den Osloer Verträgen den kompletten Aufbau des neuen sogenannten palästinensischen Staates unter der Führung von Yasser Arafat. Westliche Gelder wurden für den Bau von Ministerien, Regierungsbüros, Kommunikationssystemen und sogar für die Ausbildung von Sicherheitskräften verwendet, um die Solidität des Projekts zu gewährleisten. Es stellte sich jedoch heraus, dass es nicht ausreichte, einen neuen Staat zu gründen, der alles kontrolliert. Damit er erfolgreich funktionieren konnte, mussten seine Bürger davon überzeugt werden, ihm zu vertrauen, was, wie ihr euch vorstellen könnt, keine leichte Aufgabe war. Die Araber waren stark zersplittert in viele politische Gruppen und viele Menschen waren nicht damit einverstanden, Frieden mit Israel zu schließen. Geschweige denn, dass der Westen den sogenannten palästinensischen Staat von Yasser Arafat finanzierte. Die nächste Frage war also, wie konnte der Westen die Unterstützung der Bürger für die neue Regierung sicherstellen? Nun, dreimal dürft ihr raten. Genau, noch einmal mit viel, viel weiterem Geld. Nach der Einsetzung der neuen Regierung subventionierten westliche Länder die Arafat-Regierung jedes Jahr mit Milliarden von Dollar. Mit diesem Geld, das etwa 40% des PLO-Haushalts ausmachte, konnte Arafat die öffentliche Infrastruktur aufbauen und in die Hilfe für Bedürftige investieren und außerdem Tausende von Beamtenstellen schaffen und damit einen Teil des chronischen Arbeitslosenproblems unter den Arabern lösen. Zumindest auf dem Papier. Die Logik dahinter war klar. Mit westlichem Geld sollten die Araber in Gaza und im Westjordanland beruhigt werden und das alles im Gegenzug dafür, dass sie die neue Regierung unterstützen und den Terrorismus aufgeben. Diese Hilfen wurden als sogenannte Friedensdividende bekannt, weil der Westen den Frieden von den Arabern im Grunde genommen aus seinem Geldbeutel erkaufen wollte. Außerdem wurde dem neu zu schaffenden sogenannten palästinensischen Staat ein internationaler Handelsplan und eine wirtschaftliche Integration mit Israel versprochen. Und in seiner Verfassung wurde sogar festgelegt, dass seine Wirtschaft den Prinzipien der freien Marktwirtschaft unterliegen sollte. Kurz gesagt, dieser neue Araberstaat erhielt nicht nur sehr viel ausländische Unterstützung, sondern seine Bürger erhielten auch direkte wirtschaftliche Hilfen. Alle Grundlagen für die Entwicklung einer florierenden Handelswirtschaft wurden ihnen quasi in den Schoß gelegt. Die Frage ist also, was waren die Ergebnisse? Wie ist es möglich, dass dieser Plan vollkommen entgegen seiner Zielsetzung zu einem Förderprogramm für Terrorgruppen pervertiert werden konnte? Genau das werden wir jetzt unter die Lupe nehmen. Aufgepasst! Hilfe oder Verhängnis? Wie ihr euch vorstellen könnt, wirkte sich die riesige Wirtschaftshilfe des Westens anfangs sehr positiv für die Araber aus. Was die Infrastruktur betrifft, so wurden bis zum Jahr 2000 264 Kilometer Straßen gebaut, 1755 Kilometer Wasserleitungen verlegt, es gab 3764 neue Schulklassenräume und die Zahl der medizinischen Einrichtungen stieg um 78%. Aber haltet euch fest, denn mit der Infrastruktur fing das Ganze nur an. Im Bereich der sozialen Dienste hat die PLO-Regierung eine massive Kampagne zur Vergabe öffentlicher Aufträge und zur Verteilung von Subventionen gestartet. Nahezu 60% des Staatshaushalts wurden ausschließlich für die Bezahlung der Gehälter von Staatsbediensteten verwendet. Zusammen mit der direkten Hilfe für Familien bedeutete dies, dass fast 600.000 Menschen, also fast die Hälfte der arabischen Einwohner Gazas und der Westbank, in den 90er Jahren direkt oder indirekt von den staatlichen Ausgaben profitierten. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass diese scheinbar gute Nachricht dem neuen arabischen Land und seinen Menschen am Ende zum Verhängnis wurde? Überlegt mal, da so viele Menschen mit westlichem Geld subventioniert wurden, wurde die dortige Wirtschaft in hohem Maße von dieser ausländischen Hilfe abhängig. Da die Menschen öffentliche Gehälter erhielten, hatten sie keinen Anreiz, sich fortzubilden und wirklich produktiv zu arbeiten. Niemand musste sich wirklich anstrengen oder konkurrenzfähige neue Unternehmen gründen, um Geld zu verdienen. Das Geld floss ja sowieso automatisch, man musste nur immer wieder neue Finden und Tricks finden, um so viel wie möglich für sich abzugreifen und vor allem den Fluss aus dem Westen nicht abreißen zu lassen. Kurz gesagt, Korruption und die Inszenierung der ewigen Opferrolle waren die Schlüssel zum palästinensischen Traum. Und das hat nun mal überhaupt nichts mit dem Aufbau einer funktionierenden und gesunden Wirtschaft zu tun, aus der eine staatstragende Mittelschicht und Zivilgesellschaft hervorgehen könnte. Die Frage ist also, warum hat die Regierung nichts dagegen unternommen? Warum hat sie diese Art von Hilfe, die die Menschen so abhängig von den öffentlichen Haushalten macht, nicht gestoppt? Wieso hat sie die ganze Zeit dabei zugesehen, wie ihr ganzes Volk ein Entwicklungshilfe-Junkie wurde?
Nun, natürlich, weil die an der Macht befindlichen Eliten auf diese Weise das meiste Geld in die eigenen Taschen fließen lassen konnten. Wenn sie das Volk nur unmündig, dumm und abhängig genug hielten, könnten sie ihm immer wieder die gleichen Ammenmärchen vom bösen Westen und dem noch böseren Juden auftischen, die angeblich für ihr hartes Schicksal verantwortlich seien. Denn nur ein breites, gebildetes, selbstständiges und zur Reflexion fähiges Bürgertum ist überhaupt in der Lage, korrupte Eliten zu kontrollieren. Und deswegen wollte man es erst gar nicht entstehen lassen. Letztlich hätte dies ja nur dazu geführt, dass die Bevölkerung dann das falsche Spiel ihrer Führer durchblickt und ihnen die Unterstützung entzieht. Aber wartet, da ist noch mehr. Erinnert ihr euch noch daran, dass in den Osloer Verträgen den arabischen Gebieten eine wirtschaftliche Integration mit Israel und eine weitgehende Öffnung des Handels versprochen wurde? Diese hätte ja sicher für Wirtschaftswachstum, reale Beschäftigung, nachhaltige Infrastrukturentwicklung, politische Stabilität, eine Verbesserung des Lebensstandards, eine stärkere regionale und kulturelle Integration, die Bildung von Vertrauensbeziehungen und schließlich zu einer Stärkung des Friedensprozesses beigetragen. Doch zu all dem kam es traurigerweise nicht. Bereits während die Osloer Verträge ausgehandelt wurden, tobte mit der ersten Intifada ein gewalttätiger Araberaufstand, an dem sich auch die Fatah und die PLO selbst beteiligten. Israel begann daher aus Sicherheitsgründen damit, viele arabische Arbeitskräfte ohne israelischen Pass, die in Israel gearbeitet hatten, nicht mehr ins eigene Land zu lassen. Gleichzeitig wurden die Siedlungspolitik und die Kontrollen durch die israelischen Behörden sowohl an den Grenzen als auch auf den Straßenverbindungen intensiviert. 1995 wurde dann zudem der israelische Premierminister Yitzhak Rabin, einer der Architekten der Osloer Verträge, von einem jüdischen Extremisten ermordet. Die Radikalen auf beiden Seiten bestimmten wieder die Regeln. Die Spirale der Gewalt drehte sich weiter und auch die israelische Siedlungspolitik goss weiteres Öl ins Feuer. Das Fazit? Die Wirtschaft litt sogar noch mehr. Um euch eine Vorstellung zu geben, es wird geschätzt, dass die Bewohner der Westbank allein durch die Kontrollen jedes Jahr bis zu 10% ihres Bruttoinlandsprodukts verloren haben. Also stellt euch vor, wie es aussieht, wenn wir alle übrigen Faktoren berücksichtigen. Doch das war noch nicht einmal das Schlimmste. Schnallt euch jetzt nochmal verdammt gut an. Macht in den falschen Händen. Wenn die durch die Entwicklungshilfe verursachten wirtschaftlichen Probleme an sich schon schlimm genug waren, brauchte diese ganze Suppe aus Dünnpfiff nur noch eine weitere Zutat: Korruption. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war es vielleicht nicht die beste Idee, Arafat mit Milliarden von Dollar zu überschütten und ihm die uneingeschränkte und unkontrollierte Macht über die neue Regierung zu geben. Denn nach der Einsetzung der neuen Regierung verbündete sich Arafat mit großen Wirtschaftsgruppen, die sich die Märkte untereinander aufteilten und die Wirtschaft in Gaza und im Westjordanland monopolisierten. Und er selbst hielt dabei schön die Hand auf. Die Regierung wiederum leitete gewaltige Summen aus den internationalen Hilfsgeldern an die Unternehmen dieser Amigos weiter. Von vergaberechtlicher Kontrolle oder Transparenz keine Spur. Wollt ihr ein konkretes Beispiel? Nun, Arafat übergab die Verwaltung der gesamten Telekommunikationsinfrastruktur an die Unternehmensgruppe Padico. Eine Gruppe, die dank dieses Projekts Gewinne von mehr als 14,5 Millionen Dollar pro Jahr erzielte, obwohl sie im Staat nur 1% dieser Gewinne für die Konzession zahlte. Und was noch schlimmer ist, diese Unternehmen wurden nicht nur mit öffentlichen Geldern unterstützt, sondern profitierten auch von enormen Steuererleichterungen und rechtlichen Vorteilen gegenüber kleineren Wettbewerbern, sodass sie jede Konkurrenz hinwegfegen konnten. Allerdings errichteten die PLO und später die Fatah-Regierungen neben privaten Monopolen auch zahlreiche staatliche Monopole in Bereichen wie Treibstoff und Zement. Mit ihnen setzte sie zum Beispiel sehr hohe Preise für Benzin fest, was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes stark behindert hat. Und ihr fragt euch vielleicht, was hatte die Regierung von all dem zu erwarten? Warum hat sie auf einem Kurs bestanden, mit dem sie ihre eigene Wirtschaft durch große Monopole absichtlich am Boden hält? Ja, sie im Grunde genommen zerstört hat. Nun, vielleicht gibt euch die folgende Nachricht einen kleinen Einblick. Panama Papers enthüllen Korruption in der palästinensischen Autonomiebehörde. Dank des in sich abgeschlossenen Business-Netzwerks, von dem wir euch gerade erzählt haben, konnten die Führer der palästinensischen Regierung ein Vermögen machen, indem sie Provisionen für ihre politischen Gefälligkeiten kassierten. Um euch eine Vorstellung zu geben, Leute wie der Sohn des derzeitigen Präsidenten Mahmoud Abbas oder der ehemalige Wirtschaftsminister Maher al-Masri waren die Chefs der Unternehmen, die wir gerade erwähnt haben. Und so haben sie alle dank dieses Programms sehr viel Geld verdient. Es handelt sich um ein Netzwerk, das, und das sollte man nicht vergessen, mit internationaler Hilfe aufgebaut wurde und weiterhin finanziert wird. Es überrascht daher nicht, dass all dies zu einem Verlust an Lebensqualität und Wohlstand für die Bürger selbst führte, die kaum Chancen haben, mit eigenen kleinen Unternehmen gegen diese riesigen, von der internationalen Gemeinschaft protegierten Monopole zu konkurrieren.
Überdies schrecken derartig korrupte Strukturen natürlich auch ausländische Investoren ab. Das heißt, jede Möglichkeit, die internationalen Subventionen durch gesunde Investments zu ersetzen, durch die die Wirtschaft in den arabischen Gebieten vom Tropf der westlichen Steuerzahler hätte unabhängig werden können, wird nach wie vor im Keim erstickt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die westliche Hilfe für die Araber in Gaza und im Westjordanland eine völlig abhängige und kranke Wirtschaft geschaffen hat, die nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft zu gedeihen oder wettbewerbsfähig zu werden und die obendrein auch noch furchtbar korrupt ist. Aber als ob das noch nicht schlimm genug wäre, sind diese völlig verfehlte internationale Hilfe und die durch sie geschaffene Zustände auch noch für eine andere katastrophale Entwicklung verantwortlich, nämlich das Entstehen und Erstarken von Terrorgruppen wie der Hamas. Okay, aber wie kann dies nun damit zusammenhängen? Wieso dienen eure Steuergelder dazu, den Terrorismus zu fördern? Nun, passt gut auf, denn jetzt gebe ich euch den ganzen üblen Rest. Diskriminierung, Armut und Terrorismus. Wie wir gerade gesehen haben, entwickelte sich die Wirtschaft in den autonomen Arabergebieten nach den Osloer Verträgen und der Gründung des sogenannten palästinensischen Staates zu einer wahren Katastrophe. In Wirklichkeit lief es allerdings nicht für alle so schlimm. Erinnern wir uns nämlich daran, dass praktisch die Hälfte der dortigen Bevölkerung ihren Lebensunterhalt mit staatlicher Hilfe verdiente. So konnten diejenigen, die diese Subventionen erhielten und diejenigen, die einen Job beim Staat hatten, trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage ein ganz normales Leben führen. Aber was geschah mit den Menschen, die weder Subventionen noch Sozialleistungen bekamen und auch keine Staatsbediensteten waren? Nun, die hatten ein großes Problem. Es stellte sich nämlich heraus, dass Arafats Regierung öffentliche Hilfen und Arbeitsplätze nur an die Leute vergab, die mit seiner politischen Partei verbunden waren. Regierungskritische Bürger wurden vom Staat vollständig ausgeschlossen, ausgegrenzt und im Stich gelassen. Um ihre Macht zu zementieren, begann die Regierung Arafat außerdem NGOs und lokalen Gruppen, die politischen Einfluss haben könnten, die Mittel zu entziehen. Und was hat das alles gebracht? Nun, infolgedessen bildeten sich in Gaza und im Westjordanland zwei große soziale Klassen. Auf der einen Seite die Klasse der Regierungsunterstützer, die öffentliche Gelder erhalten und von der internationalen Hilfe profitieren. Aber auf der anderen Seite die Klasse der Regierungskritiker, die an den Rand gedrängt, unterdrückt und zu schrecklichem wirtschaftlichen Elend verdammt wurden. Tja, und diese letzte Gruppe, die Ausgegrenzten, begann, den Westen als Ursache für ihre Probleme zu sehen. Sie glaubten, dass die internationale Hilfe nur dazu diente, Arafats korrupte und tyrannische Regierung zu unterstützen. Und in gewisser Weise hatten sie damit recht. Wie ihr dieser Grafik entnehmen könnt, ist das Vertrauen in die palästinensische Regierung in nur 5 Jahren nach der Verabschiedung der Osloer Abkommen in den Keller gesackt. Angesichts dieser Situation begann der Aufstieg einer neuen Organisation, einem Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft namens Hamas. Zunächst gewann die Hamas als oppositionelle Wohlfahrtsorganisation große Zugkraft. Sie begann der marginalisierten Bevölkerung, vor allem Gazas, Bildung, Lebensmittel, Geld und Gesundheitsdienste zur Verfügung zu stellen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, half ihnen das, Tausende und Abertausende von Mitgliedern für ihre Sache zu gewinnen. Die Hamas präsentierte sich als die soziale Alternative zur korrupten palästinensischen Autonomiebehörde, die innerhalb der PLO-Koalition mittlerweile von der Fatah dominiert wurde. Hass, Konfrontation und Armut führten zu Gewalt, Terrorismus und schließlich zu einem brutalen Putsch, der die Fatah aus dem Gazastreifen vertrieb. Hunderte ihrer Mitglieder wurden von der Hamas dabei ermordet. Heute ist die Hamas die politische, militärische und terroristische Macht, die den Gazastreifen beherrscht. Und wie ihr gesehen habt, deutet alles darauf hin, dass die internationalen Hilfsgelder als Beschleuniger dienten, der ihr den Aufstieg ermöglichen und sie zu dem machen sollte, was sie heute ist. Einem totalitären Regime und einer monströsen Terrororganisation zugleich, ähnlich dem berüchtigten sogenannten Islamischen Staat. Oder auch dem Putin-Regime. Paradoxerweise sollten die vielen Milliarden an Finanz- und Entwicklungshilfe aus dem Westen und ein Haufen guter Absichten der Armut und dem Terrorismus ein Ende setzen. Doch ihr Ergebnis war das genaue Gegenteil. Und wie ihr wisst, zählen in der Wirtschaft wie in der Politik nicht die Absichten, sondern die Ergebnisse. Und natürlich ist auch die Hamas, die einst die Korruption der Fatah angeprangert hat, im Laufe der Jahre zu einer genauso korrupten, wenn nicht noch schlimmeren Diebesbande geworden, deren Führer sich auf Kosten des Volkes und natürlich der westlichen Steuerzahler die eigenen Taschen vollgestopft haben, mittlerweile ein Firmenimperium unter anderem in der Türkei besitzen und ihre Milliarden im sicheren und luxuriösen Katar genießen. Aufgrund ihrer Korruption ist die tatsächliche Popularität und Unterstützung der Hamas bei den Gazanern zuletzt auch auf einen Tiefpunkt gefallen. Und es kursiert gar die Theorie, dass die jüngste Eskalation genau dadurch motiviert war.
Aber darüber werde ich schon in Kürze ein Folgevideo auf meinem persönlichen Kanal veröffentlichen. Falls ihr ihn noch nicht kennt, solltet ihr ihn jetzt über das i-Symbol oben rechts checken und mir dort ein Abo dalassen. Ich werde euch dann auch die genauen Hintergründe aufzeigen, wie die internationalen Hilfsgelder nicht nur, wie eben geschildert, indirekt den Terror begünstigt haben, sondern wie sie konkret zweckentfremdet werden, um Terror und Hass direkt zu finanzieren. Und natürlich, wie heuchlerische westliche Politiker nach wie vor Abermillionen aus den Taschen ihrer Steuerzahler in die der Terrorfürsten leiten. Aber schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr über dieses Thema denkt. Was hättet ihr getan, um die Probleme zu vermeiden, die durch die Entwicklungshilfe entstanden sind? Glaubt ihr, dass sie wirklich ein entscheidender Faktor für den Aufstieg der Hamas war? Oder meint ihr, dass auch Israel hätte mehr tun sollen, um die Araber wirtschaftlich zu fördern? Oder war es eher die Unterstützung aus anderen muslimischen Ländern, die zu ihrem Aufstieg geführt hat? Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, auch wenn das Thema etwas deprimierend war und ihr dabei vielleicht auch etwas gelernt habt. Falls ja, gebt ihm bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es auch mit ihnen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der ihr uns helft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis bald.